Hey Leute, willkommen zurück zu Deltarune Chapter 2. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass wir unser Cellphone sogar haben und ja, wir können anrufen. Ich weiß noch nicht, was dann passiert. Ich hör die Kopf. Es ist nichts außer scheiß Geräusche. Wohin gehst du denn hin? Versuchst du einen Kuchen ohne mich zu haben? Nein, ich wollte nur sagen, dass dieser Sound doch der Gäste-Sound ist aus Undertale, oder? Okay, interessant. Wieder mal Gäste. Chris, geh ins alte Klassenzimmer und bring alles hierher. Es ist dort, wo du beim letzten Mal zur Lichtwelt zurückgekehrt bist. Ernsthaft, den ganzen Weg? Ist doch ein Witz. Scheint sich nicht mehr zu öffnen. Ja, wie soll man hier weiter? Niemand schaut hin. Die Puppe umarmt? Okay, du hast die Puppe umarmt. Nichts falsch daran, ein bisschen flauschiger zu sein. Also, warum hast du bitte diese Rousey-Statue umarmt? Lass doch Chris tun, was er will, Susie. Unter anderem ist es ist auch eine Statue. Warum hast du überhaupt eine Rousey-Statue? Susie, willst du auch umarmen versuchen? Nach Osten. Hä? Ja, okay. Also ich soll ins alte Klassenzimmer hoch. Ist es hier? Nein, es ist nicht das alte Klassenzimmer, das ist hier oben. Okay, du hast den ganzen Müll vom Boden aufgesammelt. Und hast es in einen staubigen Ball verwandelt, den du jetzt auf deinem Kopf trägst. Hey Chris, also wo ist alles? Oh. Warte mal, wer zurück ist, Clowns. Lancer. Hey Chris, weiß nicht, was du denkst, aber... Ich weiß nicht, was du getan hast, aber... Zur Hölle, ja. Alle sind hier. Aber, was ist mit Lancers Schloss passiert? Alles weg. Weg? Ja, als Chris den Fountain versiegelt hatte, ist diese dunkle Welt verschwunden und wurde wieder zurück in einem wurde wieder in ein normales Klassenzimmer verwandelt. Also, wo wird Lancer jetzt leben? Keine Sorge, Susie. Wir werden Rousey's Schloss übernehmen. Chris. Achso, wenn du Zeug hier reinbringst, dann wird diese dunkle Welt quasi immer mehr transformieren. Von jetzt an werden die Gegner, die wir denen wir Gnade zeigen, in unsere Stadt rekrutiert. Achso, lass uns die weiterhin den Gegnern Gnade zeigen, okay? Naja, warum schauen wir uns nicht rum? Wir können nach Norden gehen, um zum Schloss zu kommen. Ich habe eine spezielle Überraschung für euch. Nicht, wenn ich mich selber überrasche. Der letzte dort ist ein faules Ei. Komm schon, Chris. Wirst du ihn uns schlagen lassen? Hey, Boss, Boss. Ey, ich bin so froh, dass ich einen netten Boss habe. Ich könnte schon eine Träne vergießen. Aber das werde ich nicht, ich bin nur in meinem Job. Ich werde zu Hause weinen mit den Kindern. Boss, du bist stark, aber...
Es gibt auf jeden Fall immer Zeit, um zu lernen. Der nächste Schritt nach den Tutorials ist das Training. Also werden ich und die Jungs zusammen ins Dojo gehen und unsere Battle Challenges beenden und schöne Preise bekommen. Vielleicht wirst du ja auch ein bisschen tougher. Wir machen dich zum stärksten Boss. Learn how to spare like a champ. 100% TP without getting hit. Ah. Oh, ich kann es nicht lesen. Und es ist auch eine wunderschöne Stadt voller Schlösser, nicht wahr? Es ist Kunst. Könnt ihr nicht einen Bösen hier hinbringen oder irgendwas? Ja, nee. Ah, du wieder. Gott, wie viel Platz haben wir denn? 25 Slots, boah. Ich will erstmal das Schwert des Equipen. Es ist ein Manual. Control, Recruits, Item Storage. Wenn du, genau, Sparrow pacify enough enemies of the same type, they will be recruited. Okay, recruits will appear in your town. Wonder what happens if you get them all? Check the area's recruit stat status at save points. Certain bosses are excluded. Man kann also quasi verschiedene, das ist quasi wie bei Pokémon. Kann man quasi dann die Dinger sehen und man kann ihn dann auch untersuchen. Es ist ziemlich komisch, in einen neuen Ort zu ziehen und das als Ball. Aber es gibt nichts Quadratisches außer Quadrate selber. Ja, okay, gut, deswegen ist es ein Dialog. Du wolltest einfach nur ein großes Haus zeigen, hä? Nein, was ich euch zeigen will, ist oben. Oben, okay. Ich habe eine Überraschung für euch zwei. Ich habe Räume für euch in diesem Schloss gemacht. Räume? Damit ihr hier bleiben könnt, wann immer ihr wollt. Ich wäre froh, wenn dieser Ort wie ein zweites Zuhause für euch sein könnte. Ein Ort, zu dem ihr hingehen könnt. Egal, was gerade draußen passiert. Nun, wir werden uns mal umsehen. Es ist dein Bett. Es fühlt sich echt weich an, als würde man in einem Traum schlafen. Es ist ein Stand for your manual. Ich dachte, du solltest es vielleicht hier behalten, falls du es lesen willst. Okay, ein Schrank. Du könntest tragen, was immer du willst. Und Susi, das ist dein Zimmer. Ich habe versucht, etwas zu machen, das dir gefallen könnte, aber du kannst, egal was du willst, hier reinpacken, wenn du willst. Ich hoffe wirklich, dass es dir gefällt. Mein eigenes Zimmer, ha? Huh? Ich schätze mal, das ist ziemlich cool. Mein eigenes Zimmer. Wie lange hat es dich gebraucht, das zu machen? Nun, seitdem ich euch zuletzt gesehen habe. Mann. Du bist eine ziemliche Heulsuse, weißt du das? Ich denke, sie mag's, Chris. Eifersüchtig, dass ich das coole Zimmer habe. Schau, Chris. Cool. Ein Spikebed. Jetzt kann ich mich selber erstechen während der Nacht. Verdammt, hier ist ja alles drin. Kreide.
Moos. Eis. Breadcrumbs von dem Toaster. Jawbreakers. Oh, und sogar auch echtes Essen. It's a clothes drawer full of spiky and dangerous clothing. All the clothes are ripping each other up into shreds. Hell yeah! Eifersüchtig, Chris? Also das sind quasi sehr edgy Klamotten drin, ne? Was ist das für ein Geräusch? Lancer, du wirst nicht glauben, wie krass mein Zimmer ist. Ein Raum genauso krank wie du? Das will ich sehen. Ich werde immer weiter graben, bis ich dein Zimmer erreiche. Es hat eine Tür, weißt du? Eine Tür, wow. Du hast dich ganz schön ausgetobt. Hey Rasai, was ist hier oben? Oh, nur mehr Räume, die ich gerade renoviere. Also, ist dein Raum da oben? Ja, ich habe noch nicht alles gesäubert. Ja, als ob wir auch deine nerdigen Brillenkollektionen sehen müssen. Also, was tun wir jetzt? Ihr könnt die Stadt weiterhin erkunden, bis ihr bereit seid zu gehen. Ah, als ob wir jetzt gehen werden, nicht wahr, Chris? Hier sind Gegner eingesperrt. Ist auch der König? Ja! Ah, die Helden. Seid ihr gekommen, um euch über die lustig zu machen? Die Helden sind zurück. Haben alle hier sicher zurückgebracht. Wenn du dir das nochmal überlegst, dann was? In einem Königreich von regiert von euch zu leben? In dieser Zelle zu bleiben ist viel weniger peinlich. Nun, wenn ihr mich entschuldigt. Mein riesiges Hamsterrad wird kalt. Übrigens, ist mein Sohn glücklich? Als ob's dich interessiert. Du wolltest ihn von der Klippe stürzen. Oh, ich habe wohl zu viel geblufft. Außerdem, selbst wenn ich ihn werfen würde, würde er einfach nur abprallen. Mein Sohn ist ein Bouncy Little Pumpkin. Ah, oh, süß. Ich hab's satt, mit dir zu reden. Die Tür ist abgeschlossen. Gut, ich glaube, das Café war mir noch nicht, oder? Ich wollte die Bäckerei betreiben, aber jemand arbeitet schon dort. Check Recruits. Ach, das sind die ganzen, wo wir gesperrt haben, oder wie? Ja. Sogar noch von verschiedenen Leveln. Das ist ja cool. Oh, es ist echt eine wunderschöne Stadt. Wirklich, danke. Also, warum ich hier alleine bin? Ein bisschen Selbstreflection, denke ich mal. Ich realisiere, dass ich ein ziemlicher Feigling davor war. Also wollte ich sagen, weißt du, dass ich es immer noch bin. Oh, meine Karten. Ich kann mich nicht gut integrieren. Jetzt werde ich einfach nur an der Spitze der Klippe leben. Wenn ich bereit bin, die Gesellschaft zu treffen, werde ich zurück sein. Danke. Danke für das wunderschöne Zuhause. Ich werde es nicht benutzen. Ey, diese
dieses Spiel, ne? Sonst haben wir ja alles, oder? Haben wir alles erkundigt? Oder gibt's hier noch was? Ich bin nur ein Block. Und wenn du das sagst. Nee, hier waren wir noch gar nicht. Ich bin Chef Lancer. Probiert mal meine handformierten leckeren Kekse. Sie sind kostenlos. Für einen Preis. Ich zeige Ihnen jetzt Keks und Frau. Lancer Cookie was natürlich Storage, okay. Und dort wollte einer arbeiten, wie es scheint. Warte, Chris, wir gehen schon, aber wir sind noch gerade erst angekommen. Mann, ich will nicht unser Gruppenprojekt machen. Oh, ihr zwei habt Hausaufgaben? Nun. Susi, Chris, ihr werdet es doch tun, oder? Schule ist wichtig. Ich verbanne euch von diesem Königreich, bis ihr euer Projekt anfangt. Ja, okay, ich werde es tun. Verdammt. Susi, keine Sorge, ich werde dir helfen. Warte, Lancer, vielleicht solltest du nicht. Zu spät. Lancer, wurdest du deinen Key-Items hinzugefügt? Was? Wo ist er hin? Keine Sorge, ich bin einfach nur in dein Inventar gegangen. Ich werde einfach in Chris' Tasche abhängen. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber okay. Ma, keine Angst, ich werde euch auch helfen. Nein, alles gut. Aha, okay. Wir als ein Team sind gut. Ernsthaft? Er auch? Er wurde zum Key-Item, obwohl es niemand wollte. Alles klar, es reicht. Lass uns gehen. Viel Glück, Chris. Wir sehen uns. Nun, verdammt. Ich schätze mal, wir müssen unser Projekt machen. Wenigstens haben wir Lancer, nicht wahr? Lancer, wo bist du? Verdammt. Ich schätze mal, er ist doch nicht dabei. Also, wo sollen wir es tun? In der Bücherei? Ach, nun, okay. Was war das? Okay, wir sind hier. Schule, gottverdammte Projekte. Bücher, Gott, verdammt. Bin so verrückt nach ihnen. Hey Chris, wo zur Hölle ist jemand? Wo zur Hölle ist jeder? Irgendwas ist komisch. Ach, egal. Lass uns einfach Space Pinball in einem Computer Lab spielen. Es ist wie das Innere des Schranks. Chris, du denkst doch nicht, dass das eine weitere dunkle Welt sein könnte? Nun, ich schätze mal, das bedeutet, dass wir unser Projekt nicht anfangen können. Außer, weißt du, Chris, wenn es dort einen dunklen Fountain gibt, dann kann es ihn versiegeln und das wird uns wieder in den Computerlab zurückbringen, nicht wahr? Also, was wird's sein, Chris? Let's go, let's go. Ja, lass uns einfach gehen. Unser letztes Abenteuer war großartig, nicht wahr? Ich konnte nicht daran denken, ich konnte nicht aufhören daran zu denken, ein weiteres zu haben. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber wir können nicht leben, wenn wir das nicht rausfinden, nicht wahr? Komm schon, Chris. Das ist neu.
Die Kabel, die Kabel. Ja, ich sehe die Kabel. Ah! Ah! Jeder war. Jeder andere ist. Rettet uns. Sie wird. Jemand hilf mir. Hä? Jemand bitte. Susi? Cool, dass ihr hier seid, aber. Warte mal, ihr müsst hier rauskommen. Ihr müsst hier raus, bevor es zu spät ist. Noel! Was für eine Lernsitzung. In der Zelle bist du? Ich bin bekannt als die Seriennummer irgendwas. Aber ihr lächerlichen Kinder möget mich die Queen nennen. Als ob ihr dich Queen nennen. Q5U37, Queen. Nun, schau. Queen, wir sind keine Kinder. Ja, die Jugend sind doch eigentlich nur große Kinder. Und Erwachsene sind noch viel größere Kinder. Macht dich das nicht auch zu einem Kind? Nein, ich bin ein Computer. Computer? Nun. Danke, aber ich muss jetzt gehen. Warte. Warum hast du Noelle gefangen? Ich hätte euch auch gef. Hätte ich auch eingefangen, aber mir sind die Käfige ausgegangen. Und warum? Damit sie mir angehören kann. Und mir helfen kann bei meiner Quest für die Weltherrschaft. Nun. Oh, ich werde vielleicht auch ihr Gesicht in einen Roboter verwandeln. Was? Warum? Scheint cool zu sein. Nun, vergiss es, Alter. Niemand wird hier irgendjemandens Gesicht in den Roboter verwandeln. Könnte das ein unausdachtes Statement sein? Hä? Du willst kämpfen, Loser? Ja? Oh, okay. Tschüss. Warte! Eine gottverdammte Sekunde! Ich habe keine Zeit für so welche Sachen. Und würde euren Arsch versohlen. Aber vielleicht könnt ihr jemand anderes euch unterhalten. Das ist Christopher Wire. Boah, das war richtig scheiße. Ey, warte mal, 50% plus 50% ergibt 100. Achso, ich kann auch sperren, okay. Nee, weißt du was? Boah, ich krieg das andere nicht. Ist doch nur einen anderen. Oh Mann. Ja, danke. Alter, ist das ein Chaos, ey. Schön, dass du kämpfen nach so einer langen Zeit. Nun, lass uns der Queen hinterherjagen. Oder auch nicht. Hä?
Sie haben sich beruhigt? Ich habe nur meinen Pacify-Spell benutzt, um sie in Schlafmodus zu versetzen. Rasai, du bist hier? Ich habe eine dunkle Präsenz gespürt und bin hier schnell hingekommen. Es scheint, als wäre ein neuer Dark Fountain erschienen. Rasai, Sie haben Noelle. Verdammt. Warum ist sie in diese Dark World gegangen? Wenn wir nichts tun, wird sie vielleicht. Keine Sorge, Susie. Alles, was wir tun müssen, ist den Fountain zu versiegeln. Ja. Ich kann mich nicht über ein weiteres Abenteuer beschweren, nicht wahr? Komm schon, Chris. Lass uns gehen. Alles klar, Leute, machen wir hier im nächsten Part weiter bei Deltarune und ciao.